Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen zur 41. Folge Kekser spielt Minecraft, dem Let's Play vom Niederrhein, wo der kleine Kekser sich erstmal wieder ins Bett legt, weil es draußen schon wieder dunkel ist. Hätte ich vielleicht auch in der letzten Folge tun können. Ja, hätte ich, habe ich aber nicht. So, was war da? Ach ja, genau, wir hatten ungebetenen Besuch gesehen. Wobei Besuch ist ein zu großes Wort dafür. Vielleicht wollten die ja gar nicht zu uns. Ich könnte trotzdem mal eben kurz die Augen offen halten. Schau, was habe ich? Ich habe hier noch einiges dabei vom letzten Mal. Da war noch Sand. Den wollen wir mal eben ins Lagerhaus bringen. Vielleicht ein bisschen davon in den Ofen stecken. Da hätten wir noch ein bisschen Glasvorrat. Und bei den Schafen wollte ich auf jeden Fall noch ein paar Bäume fällen. Wie sieht's hier aus? Ja, ein so ein Stack da rein, passt. Den packen wir dahin. Haben wir hier noch Knochen. Den können wir in die Monsterkiste tun. Eine einzelne Möhre. Ach ja, die hatte ich aufbewahrt für mich zum Essen. Haben wir noch Birkenholz, Birkenstufen. Brauchen wir, glaube ich, gerade nicht. Noch ein bisschen Eichenstufen. Die Erde hatte ich irgendwo da. Nein, das war schon zu weit. So, die Wolle, graue Wolle, schwarze Wolle. Kommt in die Wolle Petrikiste. So, dahin, dahin, dahin. Da haben wir noch ein bisschen was. Das Bett behalten wir. Die Kohle kann ich noch wegtun. Die Steine noch, den Granit. Da brauche ich die Leiter. Weiß man nicht. Eichenlaub könnte ich auch noch eben wegräumen. Dann brauche ich auf jeden Fall noch eine Ersatzschippe. Die Kohle packen wir dahin. Die Leiter kommt zu den Bauelementen. Kommt auch zu der Schiene, ist egal. So, die Ersatzschippe. Und dann hätten wir das Thema auch schon erledigt. Ne, den gebratenen Stein wollen wir jetzt nicht. Poliertes Granit brauchen wir jetzt gerade auch nicht mehr. Dann haben wir für das Haus unseres Nachbarn gemacht. Den Herrn Weber. Ich kann überlegen, wir brauchen noch einen Vornamen für Herrn Weber. Ich möchte den nicht Willi Weber nennen. Weil ich finde, Willi ist so ein passender Name für Willi Winzig. Vielleicht Werner Weber? Muss ich mal meinen Schwiegervater fragen, ob das so in Ordnung geht. Okay. Wir sind auf jeden Fall gerüstet. Wir könnten raus. Wir wollen aber nicht raus. Ach ja, die Patina auf unserer Rüstung hält noch ein bisschen, ne? Ja, wie viele Pfeile haben wir? Abmarsch. Ich schaue auf jeden Fall jetzt mal eben bei Willi vorbei, ob es dem gut geht. Nicht, dass da die Räuber sich den Honig geklaut haben oder so. Da fällt mir ein, ich brauche auch noch ein paar Ideen hier für die Promenade, so links, rechts. Was bauen wir da hinten? Marktstände? Ursprünglich wollte ich den Markt ja mal da hinten bauen, aber das wird sehr eng. So zwischen Schwimmbad und meinem Haus könnte ein sehr kleiner Markt werden. Ja, ihr seid auch überall da, wo man euch nicht sucht, ne? Da hinten tapert sogar eine Kuh rum. Jemand von euch Willi und Maya gesehen? Ja, wo denn? Die beiden sind bestimmt vermilchreist. Okay. So, was machen wir jetzt hier? Wollen wir noch mal ein bisschen Ton einsammeln? Haben wir auch noch nicht allzu viel davon, oder? Könnten wir ein paar Blumenvasen bauen, paar Steinziegel züchten. Hallo. Hier sind die Räuber auch nicht hin. Ich meine nicht, dass ich jetzt so extrem scharf darauf wäre, diese Räuber zu treffen, aber so ein bisschen zu wissen, wo sie hin sind, wäre schon sehr beruhigend. Da komme ich nicht dran. Das alles mit.
Vielleicht wird das Wasser da noch ein bisschen klarer hier. Blub, 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 blub. Dieser Brühe schwimmen ist ja auch nicht so erprickelnd. Ja, kurz wieder auftauchen. Das. Die Musik ist aber auch schon ein bisschen gruselig hier. Ich bin auch gerade erst aufgestanden. Warum sieht es denn so aus, als wenn es gleich wieder dunkel wird hier? Wie bitte? Ist das denn ein Skelett? Nein, es ist ein Schaf. Ein sehr dünnes Schaf natürlich. Man konnte schon fast die Knochen sehen, aber so ein Schaf. Ich sehe ja gar nichts. Jetzt geht's bergab mit uns. Ich komme nicht ran. Doch, ich komme ran. Wieso schwimmt das taucht, das eine schwimmt? Hat Ton eine unterschiedliche Dichte? Warum kann ein Tonklumpen schwimmen und der andere nicht? Man, als wenn es jemals mit physikalischen Gesetzen hier in Minecraft zugegangen wäre. Wie viel haben wir denn jetzt davon? Das ist schon mal eine Hausnummer. Hier ist ein bisschen Ton versteckt. Den nehmen wir auch mit. Das. Ist der unter uns auch noch welcher? Ja, meiner Herr. Ist ja gar kein Ende hier. Es war sehr geschickt, jetzt habe ich nasse Füße. Okay. Ich glaube, das sollte an der Tonsammlung jetzt gewesen sein. Oh, hoffentlich komme ich hier wieder raus. Lauf, aus, lauf! Nein, nein, schwimm! Okay. Ja, meh! Du mich auch. Oh. Hier waren wir noch nicht. Ich glaube, ich möchte hier aber auch gar nicht rein. Heute nicht. Was ist denn das denn? Ach ja, genau, hier waren wir schon mal. Kriege ich eigentlich heiße Füße, wenn ich da drauf laufe? Ja, krieg ich. Wo ich doch ein Stück von meinen Stiefeln sind geschmolzen. Wie kann man die denn abbauen? Kann ich die in den Ofen packen? Habe ich dann einen Never-Ending Ofen? Warum ist der hier hellblau? Kann ich. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Hat der noch was drin gelassen? Aua! Ja, Kekser. Dumm geboren, nichts dazugelernt, ne? Eisenklumpen, Ei. Ich hätte hier tatsächlich zwei Stücke. Das würde tatsächlich reichen, glaube ich. Mal ein bisschen hier von den Gerumpsel befreien. Ein Feuerzeug ist nicht zufällig in der Kiste, ne? Nee, Eisenklumpen. Eisen hätte ich sehr. Ah, aber ein Feuerstein. Ist ja faszinierend. So. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen, aber wie immer. Hallo? Habe ich mir das nicht vorgestellt. Geht der hier nicht? Ist er nicht vollständig? Muss man den nicht? Ah, da brauche ich wahrscheinlich eine Diamantspitzhacke für, ne? Warum funktioniert das nicht? So kann ich den anzünden und den nicht.
Wasser abbrennen. Aufpassen, nicht wieder die Füße verbrennen. Ups. Nein, nein, es ist ein bisschen viel Feuer hier. Ja. Hat ja super funktioniert. Also ich glaube, hier brauche ich eindeutig Hilfe von euch. Ihr müsst mir mal kurz erklären, was diese hellblauen Scheine da sind. Ist das kaputter Obsidian? Gibt es sowas? Kann Obsidian kaputt gehen? Oder anlaufen? Ist da Schimmel drauf? Ja, jetzt habe ich zwar ein Feuerzeug, aber das Portal anzünden kann ich nicht. Ja, okay, vielleicht ist das einfach ein Zeichen. Ich bin auch nicht so weit. Hier ist es auch viel zu dunkel. Ich könnte ja mal einen Weg hier ausleuchten, damit ich weiß, wie ich zu diesem Portal komme. Und eine vernünftige Straße hier hinbauen. Und dann... Kuckuck. Da sind wir wieder. So, gucken wir. Schon jemand eingezogen hier? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, ich möchte noch mehr Häuser bauen. Mehr Möglichkeiten für Dorfbewohner. Oh oh, der Mond geht auf. Eindeutiges Zeichen. Apropos bauen. Da war da noch ein offenes To-Do hier, oder? Nein, das muss so. Inneneinrichtungsmäßig muss ich mich echt noch verbessern, glaube ich. So, wir hauen uns nochmal eben aufs Ohr. Ich habe die Ice Bucket Challenge erfüllt. Wann habe ich das denn gemacht? Hab ich gar nicht gemerkt. Das sind die besten Erfolge, die man erzielt, ohne es zu merken, oder? Ja. Okay. Ist hier eigentlich noch Kohle drin? Nein, der ist nur zur Optik. Ja, sehr geschickt. Warum habe ich da einen Ofen stehen? Dann schauen wir doch mal eben, was aus dem Sand geworden ist. Schmeißen vielleicht mal so ein Stack Tonklumpen in den Ofen. Ein bisschen ernten könnten wir, glaube ich, auch. Hier alles im grünen Bereich. Keine Gäste. Nein. Ich bin nach wie vor allein. So, da kommt das Glas rein. Nein, dahin. Hatte ich auch schon eine Tonkiste? Da. Habe ich. Okay. Wir haben zwar noch eine Karotte, können aber trotzdem noch ein bisschen was ernten. Da, 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 da. Die nehmen wir mit. Und setzen direkt wieder neue dahin. Die Frage, ob vier Stück. Ich wollte sagen, kann doch nicht sein, wenn wir nur vier Stück haben. Da hätten wir keine großartigen Zuchterfolge mit erzielen können. Kürbisse nehmen wir mit, falls wir mal wieder Straßenlaternen brauchen. Und ich möchte auch noch ein bisschen Weizen mitnehmen. Wenn ich bei den Schafen vorbeigehe, dann züchten wir auch gleich noch welche. Ist ja auch, ob ich nicht einfach ein bisschen Farbe mitnehme und mir direkt farbige Schafe züchte. Könnte ich mal machen, oder? So. Das bringen wir direkt eben wieder weg. Davon haben wir jetzt genug. Hühner züchten wir noch nicht. Falls wir mal ein paar Schweine treffen. Das nehme ich, glaube ich, alles mit. Die Axt. Naja, komm. Wir haben ja noch eine Reserve-Axt dabei. Machen wir uns erstmal eben auf kurz auf den Weg. Einmal hier durch den. Jetzt sind sie bestimmt wieder alle weg. Ich habe sie in der letzten Folge gesehen. Und jetzt spielen sie wieder Verstecken mit mir. Da ist ja auch definitiv keiner mehr. Das war in dieser Richtung. Blumen.
Ist ja schon ein Schaf. Warte mal, renn nicht weg, ich hab was für dich. Dann ist da noch ein graues. Hallo, Bertha. So, darf ich euch vorstellen? Ja? Was kommt denn da jetzt mit Farbe raus? Mittelgrau? Nein, dunkelgrau. Super. Da hinten sind euch. Noch mehr Schafe. Da ist auch eins. Eine Kuh. Wobei für eine Kuh haben wir da einen Partner für? Ja, Mu. Wie war das? Ich wollte hier die Bäume ausdünnen, ne? Wollte ich. Ich wollte hier Platz schaffen. Mu. Ah, der Platz ist gut. Was denn? Ja, nicht zugucken, nicht zugucken. Mäh, da ist es. Okay. Nee. Ich glaube. Ich mache hier mit meiner Zucht in der nächsten Folge weiter. Schaffe auch ein bisschen Platz. Ein paar Bäume müssen hier weg, damit wir hier besser durchlaufen können. Und falls die Räuber da... Oh, warte mal eben. Nicht, dass sie da oben in der Höhle einen Außenposten haben. Auch das könnten wir uns mal in der nächsten Folge anschauen. Ich hoffe, ihr seid dabei. In diesem Sinne, schöne Grüße vom Niederrhein und Schips mit Yps. Eine Möhre davon war doch für mich, oder? Aber ich habe gar keinen Hunger. Was ist denn das hier? Okay. Alles gut bei euch. Tschüss.